Liebe Steinböcke, hier kommt euer Sternzeichen-Update für den Dezember. Hoppala. Wir schauen für das Kollektiv der Steinböcke, was für Themen anstehen. Und ich bin gespannt, was ich euch sagen darf. Ja, bei euch geht es mit Merkur um die Kommunikation. Mit dem dritten Haus gleich auch nochmal. Und es geht um eure Gedanken, um euren Intellekt. Es geht um eure Umgebung, den Austausch mit eurer Umgebung. Und wir haben für euch ein Haus des Elementes Luft. Das dritte Haus ist ein Haus des Elementes Luft. Die Sternzeichen mit dabei sind da Zwillinge, Waage und Wassermann. Und wir schauen, welches Thema sich für euch zeigt, ihr lieben Steinböcke. Voilà. Also, wir haben hier mehrere Szenarien. Es kann ja gut sein, dass ihr Dinge mit Ämtern und Behörden sehr gut klären könnt. Falls ihr selbstständig seid, habt ihr hier die Möglichkeit, dass die Dinge unter einem guten Stern stehen einfach, dass die Gegebenheiten günstig sind, hier ist mit ein bisschen Glück und Magie auch zu rechnen und ihr könnt hier trennende Situationen, egal ob das jetzt in der Umgebung ist oder mit den Dingen, wo ihr euch allein gelassen fühlt, sehr gut überwinden. Es kann auch sein, dass ihr hier so ein bisschen das Gefühl habt, dass ihr euch klären wollt und den Rückzug aufsucht. Das wirkt hier als sehr hilfreich. Und tatsächlich sieht man bei euch auf der bewussten Ebene Themen, die haben mit dem Beruf, der Berufung, der Arbeit zu tun. Vielleicht auch im Arbeitsbereich unabhängig zu sein. Ihr arbeitet viel im Kopf, das heißt, ihr dreht vielleicht auch die Dinge hin und her, es entstehen irgendwelche Gedankenkarusselle. An sich habe ich hier, dass ihr vielleicht versuchen solltet, ich weiß, dass das aber auch schwer ist, wenn man viel denkt, das anzuhalten, aber das Denken auf eine stabilere Basis zu bringen. Ne? Gedanken, Intellekt sind ja hier ein Thema mit Merkur und auf jeden Fall sehe ich euch sehr viel beschäftigt mit Denken. Wenn ihr nicht arbeitet, kann hier die Situation sein, dass sich Dinge zeigen, die ihr bearbeitet. Ja, das sind hier sehr viel emotionale Dinge, Schattenthemen. Ich habe ja auf der unterbewussten Ebene den Mond. Die Intuition dürfte sehr hoch sein für euch im nächsten Monat. Und eventuell auch irgendwelche Schattenthemen, die sich zeigen, die ihr bearbeiten möchtet. Die Energie kann ein bisschen schwankend sein oder launenhaft. Aber irgendwie geht es hier auch darum, dass ihr euch einen bestimmten Erfolg bei etwas wünscht. Und ich sehe, dass es um etwas geht, wo ihr in der Vergangenheit schon viel in Bewegung gebracht habt, ne? Es kann auch sein, dass ihr Gespräche, die aus der Vergangenheit kommen, Worte, die aus der Vergangenheit gefallen sind, hier nochmal anguckt oder vielleicht auch genauer versteht oder möglicherweise auch die Verletzung dahinter. Und es geht sehr viel auch um euer emotionales Gerüst, ne, um eure Resilienz, um euer Umgehen mit den Dingen. Gerade auch, wenn sie jetzt zum Beispiel von außen sehr angetriggert sind, den Umständen, die du nicht kontrollieren kannst, oder die anderen, die irgendetwas tun, was dann mit dir wieder etwas macht. Und irgendwie hast du das Gefühl, auf der Stelle zu treten, in gewissen Bereichen nicht weiterzukommen und wünschst dir da auch einen Umbruch und dass diese Schattenthemen, die dich länger schon verfolgen, nicht immer in dieser Präsenz da sind, dass sie dich stark beschäftigen. Ich habe hier das Auflösen von Verstrickungen.
Es können sich hier auch Mutterthemen zeigen oder irgendwelche Konkurrenten, die können ja im Bereich der Berufung des Berufes auftreten. Denke dann dran, das soll dir irgendwas zeigen. Du hast ja die Möglichkeit, einen größeren Schatten hinter dir zu lassen. Was heißt hinter dir zu lassen? Ihn besser zu integrieren. Ich sehe hier auch viel Genesung überhaupt auf dem beruflichen Bereich. Wenn du selbstständig bist, dann hast du hier eine Aufforderung drin. Wir haben hier im Hause des Umfeldes das Außen an sich auch drin. Das heißt immer, wie zeigst du dich, was denkt man von dir, was denkst du von den anderen, wo findet man dich, also deine Präsenz auch. Und ich habe hier das Gefühl, dass dir die Dinge zu lange dauern. Irgendetwas dauert vielleicht auch schon lang. Das kann hier auch irgendwo ein Mutterthema sein, das dich hier sehr stark beschäftigt, vielleicht auch unterbewusst. Und du erhoffst dir zwar Wachstum, aber ich habe das Gefühl, dass du denkst, immer wenn ich auf dem Weg bin, dann haut mir das Außen irgendwie wieder den Stillstand rein oder eine Schwierigkeit und das Wachstum dauert ja an sich zu lange. Für dich ist trotzdem Langfristigkeit auf dem Plan, ja. Hier geht es nicht um irgendwelche Schnellschüsse, sondern hier geht es um gezieltes Vorankommen. Hier unten hast du noch das mit deinem Vorankommen, mit deiner Lebensreise irgendwie auch Aufregung verbunden ist. Man hat auch dieses Ding, dass die von außen kommt und das ist hier auch so was wie unerwünschte Beratung oder jemand sagt dir ständig, was du wie tun sollst. Am Ende geht es darum, dass dein Herz sich stabil und angekommen fühlt, dass dir das Herz aufgeht, dass dich Liebeskummer oder irgendetwas nicht abhält, davon deinen Weg zu gehen, dass du die Dinge auch mit Liebe tust, gerade auch im beruflichen Bereich. Da geht es darum, was mache ich, weil ich halt was machen muss und was mache ich, weil es mir am Herzen liegt oder weil es eine Herzensangelegenheit ist. Du hast ja auch im partnerschaftlichen Bereich eine ausgleichende Energie drin. Also dein Herz wird sich hier am Ende stabiler fühlen. Die Schmerzen der Vergangenheit sind nicht so präsent. Und es geht bei dir stark darum, dich ganz zu fühlen. Und du hast hier gleich auch eine Meisteraufgabe mit dabei, eine Meisterzahl mit der 33. Da geht es um eine Anerkennung, eine Bewunderung. Es geht darum, für irgendetwas Lehrer zu sein oder eine Lehraufgabe zu haben. Eine besonders tiefgründige Energie und irgendwo auch etwas, wo dein Bewusstsein enorm wächst. Ja? Okay, wir gucken, welche Karte hier für den Steinbock noch mitkommt. Guck mal, hier hast du den Schutz. Dieses Gefühl, irgendwie auch safe zu sein bei den Dingen, die man tut. Und es kann sein, dass es um das Gefühl geht, dass du mit dir haderst, ne? Dass dir jemand immer wieder aufzeigt, du wärst nicht gut genug, du fühlst dich ungeliebt oder gar wertlos. Und tatsächlich ist es hier ach, eigentlich sogar eine Dreifachaussage, denn auch diese Karte sagt ja, wie auch das Haus des Außens, in der die Karte des Außens liegt, dass du das Außen oder das, was von außen auf dich zukommt, auch nicht die Urteile oder die Erwartungen von anderen, dass du dich dadurch von deinem Weg abbringen lässt, ne? Hier wird auch gesagt, dass du selber für dich verantwortlich bist. Klar hast du hier einen bestimmten Schutz auch. Und dass du trotzdem dir ermöglichen darfst, dich in große Höhen aufzuschwingen. Also mach dich nicht kleiner, als du bist.
Das ist wirklich ein sehr tiefer Prozess, der hier für dich ansteht, aber der ist hier sehr ausgleichend, ne, am Ende, auch längerfristig. So, du hast den Engel der Geduld bei dir. Alles geschieht dann, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Dein Engel hilft dir, diese Zeit des Wartens mit Ruhe und Besonnenheit zu überbrücken. Das Warten ist nur ein Vorbereiten darauf, dass eine positive Veränderung eintreten wird. Lege deinen Fokus darauf und vertraue, dass dein Engel an deiner Seite ist. Wunderbar, ihr lieben Steinböcke. Ich wünsche euch einen schönen Dezember. Ich drücke euch. Bis bald.